Hallo und herzlich willkommen zu Conan Exiles. Ja, es regnet immer noch. Wir stehen in unserem noch unvollendeten Bergfried. Und ihr sitzt vielleicht hier schon am Fußboden. Ich habe nach der Aufnahme, bevor ich mich dann heute Morgen noch mal kurz hingelegt habe, noch den Boden gewechselt. Nee, das ist nicht die Tür, da ist die Tür. Gegen den Arena-Boden. So, jetzt machen wir mal eben einmal den Admin-Modus wieder an. Wir werden einmal wieder kreativ. Weil mir das mit Stein... Huch, was ist denn da hinter mir? Doch besser gefällt als mit dem Holz. Also, ich habe da hinten noch stellenweise Holz gelassen, wo ich wahrscheinlich gleich unsere Werkstätten unter so hinsetzen werde. Hier oben habe ich dann irgendwann noch mal aufgehört. Da könnten wir jetzt direkt mal eben hier den einen noch wieder zu Holz machen. Ja, lassen wir erstmal so. So. Wo machen wir jetzt weiter mit? Weiß ich so gar nicht, aber... Und ich habe mich direkt ins Spiel gestürzt. Ich würde hier... vielleicht noch einen höher gehen. Nee, nicht die Lukentür. Das hier. So. Dann machen wir... da... auf. Dann würde ich hier oben einfach so abwechseln, damit die sich auch irgendwo verstecken können. Die Wachen, die hier oben stehen sollten. So, wie machen wir das hier? Ziehen wir da einfach Bretter durch. Kleiner Ruckler. Kriege ich das mit dem verbunden? Puff. Irgendwie schon, ne? Irgendwie kriegen wir das hin. Die Frage, wie hoch wir gehen wollen. Mit der Mauer.
bis da, ne? Gerade nicht so interessant, ne? Aber gehört ja mit dazu. Und ihr könnt ja bequem eben kurz ein bisschen vorspulen, wenn der Jubo sich hier auf die Zunge beißt, während er die Dinger platziert. Bogen waren ja durchaus auch früher schon verschachtelt, weil die ja nicht in einem Rutsch gebaut wurden, sondern so Stück für Stück halt, ne? Wurden immer erweitert, wie gerade Geld und so da war, Baumaterialien. Ja, auch alles sehr teuer. Und man muss daran entscheiden. Essen oder eine Steinmauer? Setzen. Da kann ich noch einen draufsetzen. Ja, damit das gleichmäßig von außen aussieht. So, lassen wir erstmal bis hier. F, nicht V, junger Mann. Wen nennst du hier jung? Pass mal auf. Gehen wir hier dann jetzt runter? Ja, ne? Setzen wir das Treppchen. Jetzt machen wir so quer, achso, hoch. Müssen noch
einen tiefer. Machen wir da auch wieder die Treppe hin. Eine Mauer. Und dann können wir die hier durchziehen. Sind wir gleich fertig mit der Außenmauer. Gleich geschafft. Tada. So. Muss mal ganz schnell reden, weil ich bin jetzt für heute durch mit allen Arbeiten. Und ich wollte natürlich unbedingt hier weitermachen. Und hab mir gedacht, das schaffe ich. Mal eine schöne Stunde Zeit. Und dann mache ich mir mein Abendbrot. Muss ich mich konzentrieren nebenbei noch, dass ich nicht wieder anfange, euch hier ins Mikrofon zu knurren. Mit meinem Magen. Jetzt ist mir doch ein bisschen unangenehm, wenn das passiert. So, dann müssen wir hier gleich noch irgendwo uns überlegen, wo wir nach oben gehen. Oder wir gehen dadurch, durch den Bergfried. Das glaube ich eine ganz gute Idee. Oh. Machen wir hier mal eine Tür rein. Und Erdwinge. Zack. Unsere Burg nimmt langsam Form an. Ich habe ja auch überlegt, hier oben zu bauen, ne? Aber jetzt, die ganze Zeit, die wir jetzt hier oben sind, es ist ja nur am Regnen. Ich dachte, das wäre nur im Dschungel so. Das ist bestimmt gerade Herbst. So, dann können wir hier auch noch eine Tür reinmachen. Albuze. Die Höhe müsste ja stimmen. Oh, da fehlt noch. Das Gitter. Die sitzt falsch, auch richtig rum. Hä? Nicht mal wieder Tageszeit ändern. Wo geht die denn da nicht hin? Setze ich dich hier dahin. So. Du meinst, du könntest hier, ne? Dann aber. Kann ich aber auch. So, wir gehen mal wieder auf. Wir gehen ruhig auf Mittag. Zeit anhalten. Ich würde ja den Himmel sperren, wenn es nicht regnet, aber ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt Ewigkeiten noch da Einstellungen zu machen. Wir wollen ja hier fertig werden oder weiterkommen zumindest. Ob wir fertig werden, weiß ich gar nicht. So, jetzt ziehen wir durch. Und hier vorne können wir auch durchziehen. Hier unten auch. Wir haben ja rechts und links jeweils eine Treppe. Guti. Ah, Handwerksgebäude und ähnliches. Mal sehen.
Ihr wisst, was passiert ist, oder? Ganz genau. Ich sag's gar nicht. Nee, die eine Treppe habe ich jetzt weggemacht, weil ich denke, die andere Treppe da drüben reicht. Und dann kriegen wir hier noch einen zweiten von den Schmelzöfen hin. So, wir haben jetzt hier unsere Schmelzen, den Rüstungsmacher und die Schmiede drin. Dann brauchen wir natürlich noch Holz und Gedöns. Wir können auch bist du, Schätzelein, ne? Geht. Wo schmeißen wir den Gerber hin? Ich könnte ja fast sagen, hier unten bei den Tieren, aber... sehen. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde hier den Rüstungsmacher wieder wegnehmen. Und dafür machen wir da Präzision, gewerblich. Die gewerblich ist ziemlich hoch. Dann nehmen wir die hier. Oh, die ist ziemlich lang. Oh no. Da muss der weg. Holz- und Metallverarbeitung rein. Können einfach eine normale Werkbank. Die passt da nicht mehr neben, ne? Ne. Stellen wir die noch. Einfach so hin. Weil, dann würde ich sagen, sowas wie Rüstungsmacher Jungs mit dem wertvollen Zeug kommen hier in unserem Bergfried. Da hängt noch ein bisschen im Fenster. Das stört mich aber gerade nicht. Und wir hängen voll vom Fenster. Das Absicht, damit das Leder da ausdünsten kann. So, was fehlt uns dann? Erstmal brauchen wir eine Treppe nach oben. Moment. Einfach mal hier kopieren. Man gerät hier schon ein bisschen unter Zeitdruck. Muss ich mal ehrlich sagen. Viel Zeit zum Denken ist ja hier nie. Aber man will ja möglichst was zeigen, ne? Arbeiten wir schon unter Hochdruck. Das sind immer meine Schweigeminuten, wenn ich dann nachdenke und irgendwie mal wieder vergesse, dass ich hier was aufnehme. Ja, kann sein, dass ich da jetzt ein Fenster zugebaut habe. Ist nicht schlimm. Setzen wir zur Not um.
wer möchte, kann hier natürlich auch, keine Ahnung, Stallzäune oder Treibholz oder was auch immer machen. Ich mache jetzt nur für den Anfang auf jeden Fall alles aus einem würde glatt sagen. Ich ändere das hier nämlich auch nochmal. Wo ist denn der? Und so. Oh, hier bei der Tür mit so einem kleinen Fenster. Können wir das hier ab? Oh, es juckt. Furchtbar. Hier unten die Werkstatt zwar drin, aber abgetrennt. So, Werkstätten. Was fehlt uns jetzt hier unten? Ein Gerber. Moment, lass mich mal überlegen. Wir haben unten haben wir jetzt so eine Gerberei haben wir den gesetzt. Oder die hier, die glaube ich, ne? Wir haben den Rüstungsmacher hier oben. Schmelzen und Schmied haben wir unten. Machen wir Alchemie hier rein. Mach ich da in die Ecke. Passt die da rein? Natürlich nicht. Oh. Nope. Die das war alles immer auch gigantische Ausmaße, ne? Warum passt die denn da jetzt nicht? Uff, so weit nach vorne muss die. Okay. Alchemie, Rüstungsmacher. Würde ich hier sonst noch was rein tun? Ich denke nicht. Lassen wir erstmal so. Machen wir mal ein bisschen Beleuchtung direkt hier rein. Damit das nicht ganz so traurig aussieht. Was haben denn die Mieder? Haben die auch was? Keine Ahnung. So. Sollte auch reichen für den Raum. So, jetzt kommen wir hier nach oben. Da geht's rein, da geht's raus. Dann können wir die hier wieder wegnehmen. Der Plan ist hinfällig. Dann kommen wir jetzt hier erstmal
Oh. Wände hin. Die können wir auch erstmal bis oben hin durchziehen. So, der Gang muss hier offen bleiben. Da läuft ja unser Wehrgang. Können wir das jetzt noch so machen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz gewinnen. Auch wenn ich noch nicht weiß, was hier genau reinkommt und wie wir noch weiter nach oben kommen. So, die Tür. So. Wir könnten jetzt hier... Der ist jetzt wieder kleiner als gedacht. Ach, der geht um die Ecke. Hoch. Wo steht denn jetzt wieder so viel über? What? Ich verstehe es gerade nicht. Passt das jetzt hier nicht? Passt doch. So, haben wir hier die Gießerei. Lederverarbeitung kommt nach unten, brauchen wir oben nicht. Die Frage ist, wenn sich vielleicht hier noch eine kleine Schmelze hinstellen. Einfach nur für Gold, Silber und Glas. Könnte man machen. Ist ja auch gleichzeitig Heizung, ne? So, wir brauchen aber eigentlich noch eine Etage. Was nicht das Problem ist, weil es sich ja wie gesagt um einen Bergfried handelt. Nein. Und die wurden nun einmal gestückelt. Nicht in einem Rutsch gebaut. Und wer schon mal in so einer alten Burg war, der kennt auch die Treppen, die so außen dran entlang laufen. Alles ist... Was mache ich da? So ein bisschen unübersichtlich. Den Boden reinhauen. Einmal die Ecken. Sagen wir mal, was haben sie übernommen? Hallo? So.
ein kleines Stück weiter weggehen. Boah, das ist schon eine Burg geworden. Würde ich sagen. Ja, ich habe mich nun mal jetzt dazu entschieden, den Platz hier oben nicht so ausarten zu lassen. Mann, Jubo, bitte. Dadurch wird es alles ein bisschen eng, aber... Ja. Passt das jetzt zum Burgthema? Eigentlich bräuchten wir noch 2 Etagen. So, da kommen wir rein. Dann würde ich sagen, nee, das war richtig. Ist das jetzt richtig? Nee, falsch. Dann ziehen wir hier wieder eine Treppe. Schön vors Fenster. Und wir ziehen. Nee. Da eine Wand. Ohne Tür, weil hier muss niemand rein. Natürlich mit Tür. Das machen wir dann auch wieder. So. Wir kommen jetzt. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir können hier entweder. Nee, eigentlich haben wir nur eine Möglichkeit. Das wird unser Schlafzimmer. Wir stellen es mal gerade. So. Unser Bettchen. Was haben wir noch hier Schönes an Möbeln? Was haben wir eben so? Gehst du da rein? Nee. Bisschen. Oh, Teppiche. Teppich. Hier ein schicker. Ja, gut. Gefällt mir jetzt nicht, wie der gerade da liegt. Dann. Ja. Wir könnten noch einen. Hinlegen. Was haben wir noch im Angebot? Käfige? Nein, wollen wir nicht. Holzstuhl garantiert nicht. Klappriger Tisch auch nicht. Ja, haben wir auch einen Kamin hier drin. Rest vom Innenausbau für euer Schlafzimmer überlasse ich jetzt eurer Fantasie. Kriege ich hier unten noch irgendwo? Puh.
Ich würde sagen, wir enden hier oben. Natürlich muss ich wieder jedes einzelne Brett drehen. Okay, die gehen mal, sehr schön. Überall, ne? Ja, dann machen wir hier einfach einen Abschluss drauf, damit es auch einigermaßen gleichmäßig aussieht. Ne, hätte ich eigentlich nur lassen können. Einen frei. Da geht's nicht. Unsere Wachen sich bei Beschuss auch verstecken können. Ich glaube, ich habe nur einen verkehrt rumgestellt, kann das sein? Jetzt gleich noch mal gucken. Da. So, hier machen wir natürlich eine Wand hin, damit es uns nicht reinregnet. Ganz dicker den Dach drauf. Türchen. So. Das wäre dann unser Bergfried. Jetzt brauchen wir noch, was ich eben überlegt habe, wir brauchen noch eine Küche. Sieht das hier aus? Ja, können wir machen. Wir können da mal noch ja, nicht groß, aber pfuh. Ist schon eng hier. Muss ich ja zugeben. Aber wenn wir uns einmal auf einem gewissen Platz festgelegt haben, müssen wir mit dem ja auch irgendwie auskommen, ne? So, wir brauchen noch
Kühlschränke. Das stand total ordentlich. Da war kein Unterschied zu sehen. Was haben wir um Rüstung? Hey, machen wir hier die dezenten Holzkisten rein. Kriegen wir das hin? Ja. Ja, haben wir auch Lager. Jetzt geht es noch um die Gerberei, ne? Die müssen wir noch irgendwie schön in unsere Burg reinkriegen. Ja, super. Ich wollte gar nicht in die Küche gehen. Oh Mann. Ich bin neu hier. Wir haben überlegen, ob der Gerber überhaupt eine Hütte kriegt. Was wir auf jeden Fall brauchen in unserer Burg, essentiell für eine Burg, da ein Brunnen. Wo hauen wir denn den Brunnen denn? Brunnen denn? Da kommen wir nicht dran, ne? Mal gucken, ob wir den benutzen können. Ne, können wir nicht, verdammt. Mist. Schade. Dann stellen wir den hier hin. Jede Burg braucht einen Brunnen. Ja. Auch wenn der nur aus Sandstein ist. Aber mit dem Gerber bin ich nicht so glücklich. Mit dem Gerber bin ich nicht so glücklich.
Man hätte natürlich wesentlich mehr Platz und könnte sich wesentlich mehr austoben, wenn man das Rad und den Zwinger da nicht hier reinbaut. Das wird einem sehr viel Raum geben. Ich möchte die Burg in seiner Grundgröße aber eigentlich nicht mehr erweitern. Das wäre das erste Mal, dass ich sage, ja, ist gut, aber nicht so, dass ich sage, ja, würde ich so lassen. Weil dass der Gerber draußen steht, ist nicht wirklich wichtig, weil die sind die Stinker. Die brauchen viel frische Luft beim Arbeiten. Was wir noch brauchen, ja, wir brauchen auch unseren Honig, ganz klar, den können wir hier oben irgendwo hin machen, bei unserer Küche, vielleicht machen wir sogar, Moment. So. Und dann können wir hier noch ein paar Pflanzkübel hinmachen. Wir hier noch einen sexy Komposter da nehmen. Und auch zwei. Dann haben wir hier auch einen Bereich für Kräuter. Nein. Platz ist in der kleinsten Hütte. Lichter. Da. Du. So über die Tür. Kann auch nicht schaden. Zum Anzünden. Ja, hier oben kommen wir nicht durch. Ist halt so.
da drüben einen. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier oben das Geländer wegmache. Und da eine Mauer setze. Nur damit ich hier nochmal ein Dach drüber kriege über den Gerber und den, vielleicht einen Gerbertisch, aber würde mir jetzt nicht gefallen, wenn ich hier noch eine Mauer hätte. Mach den mal weg. Das ist halt die Sache, wenn wir die jetzt doch mal um 1, 2, vielleicht 3 Foundations breiter machen. Käme das mit dem Platz schon ganz anders hin. Ich glaube, ich bin da 3 Plätze einfach. Hätte ich noch breiter gehen sollen. Dann hätten wir noch ein zweites kleines Gebäude dahin machen können. Ansonsten finde ich sie eigentlich im Groben und Ganzen gut. Wir haben alles drin. Ja, wir müssen jetzt noch irgendwo einen Gerbertisch hinstellen. Was jetzt auch nicht das Problem ist, den noch irgendwo einfach hinzustellen. Aber einfach irgendwo hinstellen, da geht es jetzt auch nicht drum. Wir könnten den Bergfried auch noch einfach eine Etage höher machen. Also ich bin im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Jetzt im Nachhinein betrachtet hätte ich es wahrscheinlich. Oder würde ich es, wenn ich wirklich hier wohnen würde, es noch 3 Foundations breiter machen, damit ich noch eine kleine Hütte für die Gerberei bauen könnte. Aber ich würde sagen, das soll es dann an dieser Stelle auch erstmal gewesen sein. Ich muss jetzt echt dringend was essen. Und ich überlege mir mal, ob ich vielleicht noch so ein kleines Video hinten dran hänge, wie es aussieht, wenn es nochmal um 3 Foundations verbreitert ist. Aber andererseits denke ich, kann man es sich auch vorstellen, einfach um 3 Foundations weiter rüber und dann nochmal so eine kleine Hütte wie hier. Und ich würde dann sogar wahrscheinlich diese Zweierstufe wegmachen. So dass diese Fläche innen drin. Das würde auch schon reichen, ne? Oh, wir sind schon bei einer Stunde, Leute. Ich lasse euch hier. Ah, komm, ich beeile mich. Das machen wir weg. Das weg, ja, das nicht, aber gut. Dann reißen das hier nochmal ab. Und dann machen wir das hier auf die Höhe. Lampe weg. Weil ich glaube, dann haben wir ausreichend Platz. Wir brauchen nicht noch unsere gesamte Burg verbreitern. Ja, dauert jetzt wieder ein paar Minuten.
dann kann ich auch ruhig schlafen. Und denk nicht die ganze Zeit über diese Burg nach. Okay. Fenster hin. Zwei. Machen wir dann noch ein Fenster hin. Dann die Tür. Ja, aber welchen hat man denn jetzt wieder? Wo ist er denn jetzt wieder? Die ist so extrem hoch. Gerber Werkbank. Kommt mir da noch vorbei? Ich hoffe. Jo, also gerade eben, ne? Dann haben wir da jetzt auch wieder noch das Dach drauf. Jeden Fall besser. Ich glaube, wir haben es tatsächlich, oder? Wir haben unsere kleine Burg im Norden. Wem der Platz nicht reicht, der kann natürlich immer noch. Also mindestens 3 oder 4 Foundations nach da, ja, und nach hier vorne. Da können wir ja mal die Höhe angucken. Ja, bis hier nochmal 2 Foundations auf jeden Fall machen. Und dann müsste man sich halt wieder ans Gelände anpassen. Aber es geht schon noch. Es geht schon noch. Oh. Hups. Ah, Jupro, ehrlich. Ja, ich hab immer noch. Ich hatte ja das geändert. Nein. Nee. Mann.
Sehr nervös. Sehr nervös, der Kleine hier. So, jetzt kommen wir auch hier hoch. Gut. Dann können wir auch noch mal so ein Ding hin machen. So. Unser kleiner Landwirtschaftsbereich. Der Rundgang. Zum Tierferch. Unser Rad. An dem wir nicht vorbeikommen. Zu Fuß. Dann geht's runter zum Tierferch. Hier kommen wir noch überall dran vorbei. Unser Burgbrunnen. Unsere beiden Handwerker. Holzverarbeitung. Schmiede. Gerberwerkbank und Gerberei. Zwei große Schmelzen. Hier hinten. Weiß ich jetzt nicht. Lagerplatz. Was auch immer. Und hier oben kommen wir dann auch nochmal hin. Hier würde ich jetzt aber dann mittlerweile auch schon den Boden gegen Stein austauschen. Weil das bisschen Holz wirkt jetzt eher verloren. Seht, hinten kommen wir noch rum. Dann müsste man das Rad eventuell nochmal umstellen. Wo habe ich den jetzt hingeklatscht? Dann kann man nach vorne dran vorbeigehen. Das geht also vom Platz. Unsere Wehrmauern, ja. Dann haben wir hier Eingang in unserem Bergfried. Rüstungsmacher, Lagerplatz, Alchemie. Nebenan so unsere Burgküche. Dann gehen wir einmal nach oben. Hier haben wir dann Gusstisch. Den Ofen müssen wir abreißen. Oh, wir haben ja noch. Oh, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Den Kesselflicker. Einer der wichtigsten Werkbänke habe ich vergessen. Kommt hier oben halt kein separater Schmelzofen. Da wir prinzipiell schon mal zwei von den Dingern wollen. Einfach zwei hin. So. Und auch die Jungs und Mädels hier sollen ja noch ein bisschen was verstauen können. Oh, dann noch eine Truhe hin. Gut, dann haben wir die nämlich auch. Von hier aus geht es dann wieder auch auf den Wehrgang. Und da auf den Wehrgang und hier dann nach oben, wo die Tür fehlt. Ah. Gib mir eine Tür zum Kopieren, danke. So, dann haben wir hier einmal das Schlafgemach des Burgherrn oder der Burgherrin. Und dann geht's noch einmal nach oben. Aufs Dach. Von wo aus wir den Blick über unser Königreich schweifen lassen können. Ja, ich denke aber jetzt
war's das aber auch. Mit meiner Burg hier auf G9. Ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr vergessen. Ich glaube, ich habe jetzt alles drin und ja, wir sind ja auch schon fast auf Spielfilmlänge. Aber das wollte ich ja doch noch fertig kriegen. Und jetzt rede ich auch gar nicht mehr lange rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mich bitte wissen, wie euch die Burg gefällt. Was ihr noch an Anregungen habt, was ihr vielleicht anders machen würdet. Und habe ich überhaupt den richtigen Bauspot getroffen? Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.